Wie kann jeder innerhalb der Familie seinen eigenen Weg gehen und trotzdem auch innerhalb der Familie ein Zusammenhalt funktionieren? Wie kann man die Werte der Familie und die Werte von geschäftlichem Erfolg und Business miteinander vereinen? Und ein wirklich sehr interessantes Thema, warum Dubai für die eigene Persönlichkeitsentfaltung mit der Familie ein wirklich ganz großartiger Ort ist. Das sind die Themen, die wir am Tag 12 des großen internationalen Familie der Zukunft Online Summit für dich mit wunderbaren Sprechern wieder durchleuchtet haben. Wir haben dabei Dagmar Neuponner, Florian Günther und Dr. Osama Alasma und Lilly Pfannenstiel. Mit Dagmar Neuponner haben wir darüber gesprochen. Freilernende Kinder, was bedeutet das und wie kann ich sie begleiten? Du bekommst ganz viele rasch umsetzbare Tipps, um mehr Mut für deinen eigenen Weg zu entwickeln. Und du bekommst auch Anleitungen von Dagmar Neuponner, wie du deine eigene Stimme, die Stimme deines Herzens wieder entdeckst und Klarheit bekommst. Florian Günther hat ganz, ganz früh schon sich am Aktienmarkt bewegt. Das ist seine Leidenschaft geworden. Darüber werden wir natürlich mit ihm im Gespräch sprechen. Er hat einige wertvolle Impulse geteilt. Was ist das Wichtigste, was wir unseren Kindern überhaupt ermöglichen können? Und wie wir Harmonie in der Familie noch mehr stärken können? Es geht rund um das Thema Familie und Geld. Das sind ja oftmals ganz, ganz viele, ja, Disharmonien und Streitpunkte innerhalb der Familie. Deshalb teilt er da ganz, ganz wertvolle Infos auch mit dir. Und was hat Shampoo, Toilette und Essen mit deiner finanziellen Freiheit zu tun? Das wird auch ein Thema sein. Dann noch ein Ausflug nach Dubai. Da gibt es ganz, ganz viele, ja, interessante Ansichten, die wir haben, die ich auch einmal zu Dubai hatte, die ich wandeln durfte. Deshalb würde ich dir dieses Interview mit Dr. Osama Alasma und Lilly Pfannenstiel im Hinblick auf Dubai auch für dich, für deine Familie ans Herz legen. Wir werden darüber sprechen, warum du dich mehr in die Energien von erfolgreichen Menschen begeben darfst, wie du dir selbst mehr vertrauen und deinem Herzen folgen kannst, warum Authentizität am höchsten schwingt und so essentiell wichtig ist, um deinen eigenen Weg in ein freieres Leben erfolgreich zu gehen, mit deinen Liebsten, mit deiner Family mit im Boot. Und auch, warum Dubai nicht nur für Auswanderer, Firmengründer, sondern auch für Immobilieninvestments ein wirklich perfekter Ort ist. Also, ein wunderbares Potpourri wieder für dich am Tag 12 dieses Online-Summit. Lausch jetzt gerne hinein, was unsere wunderbaren Herzenssprecher noch für dich hier aus ihrer Sicht zu teilen haben und sichere dir dein Ticket, damit du diese wertvollen Impulse und Interviews und Gespräche, die wir geführt haben, nicht versäumst. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Familie der Zukunft Online Summit. Ich freue mich, dass du hier heute dabei bist. Mein Name ist Dr. Osama Al-Asma. Ich wohne in Dubai und habe einen Club von Firmen schon ein paar Jahre gegründet, obwohl ich aus der medizinischen Branche komme. Und hier in diesem Summit wirst du ein paar Einblicke sehen, wie, wo, was und halt, wie die Zukunft besser gestalten kannst. Ich freue mich auf deine Teilnahme und ja, viel Spaß. Wir sehen uns. Hi, ich bin Lilly, ich bin von Accent und ich lebe hier in Dubai. Ich bin super froh, heute dabei zu sein beim Summit und ich bin auch froh, dass du heute mit dabei bist und du entschieden hast, dein Leben zu verändern und den ersten Schritt zu wagen, den du hiermit gemacht hast. Wir geben dir einiges mit über das Thema Dubai, über Auswandern nach Dubai und eine Firma gründen in Dubai. Deswegen sei gespannt und wir sehen uns. Ja, mein Name ist Dagmar Neubrunner und ich habe gerade mit Madeleine ein ganz schönes Gespräch geführt. Ich wusste gar nicht, dass sie zur Schule gegangen ist selber, sonst hätte ich den Mund nicht so voll genommen. Ich habe die ganze Zeit davon erzählt, wie unglaublich viel ich gelernt habe und wie ich daran aufgewacht bin, dass ich meine Kinder eben dabei begleitet habe, nicht zur Schule zu gehen und frei zu sein in ihrem Lebensweg. Darüber haben wir ganz viel gesprochen und insgesamt über die Situation, in der Eltern heute sind, was die typischen Fallen und Fallstricke sind und wie
wie wir üben können, mutig zu sein für unsere Kinder und natürlich vor allem auch für uns selber, weil man uns das eigentlich doch ziemlich abgewöhnt hat. Wir sind so brave Käfighühnchen geworden, dass wir diesen Mut brauchen. Und darüber, wir haben ganz viel über Mut geredet, über Herz und Freiheit. Genau, ja, meine dicke Empfehlung für diesen Kongress. In den letzten 60 Minuten haben wir viel darüber gesprochen, was eigentlich das Thema Familie mit Geld gemeinsam hat und was es womöglich nicht gemeinsam hat. Wir haben darüber gesprochen, was Shampoo, Toilette und Essen eigentlich alles mit dir macht, warum du bisher viel Respekt davor hattest, dich mit dem Thema Geld und Finanzen auseinanderzusetzen. Und auf dem Beitrag oder auf dem Kongress von Markus wirst du mit erkennen, warum diese zwei Dinge überhaupt nicht getrennt sind, sondern warum sie Hand in Hand geht. Wenn dich das interessiert, bist du herzlich dazu eingeladen, teilzunehmen. Und ich wünsche dir dabei auch ganz, ganz viel Spaß und viele erleuchtende Momente.